Feuerwerke verzaubern uns immer wieder. Dabei hängt der Erfolg einer Show ganz entscheidend von der Choreografie ab. Die Ansteuerung in Echtzeit erfordert einen durchgängigen Einsatz von Automatisierungstechnik. Während in vielen Bereichen der Showtechnik bereits einheitliche Standards existieren, sind im Bereich der Pyrotechnik verschiedene herstellerspezifische Standards zur Ansteuerung der Effekte noch weit verbreitet. Aus diesem Grund wurden am IAS sowohl ein universelles Bediengerät als auch eine universelle Hardware-Schnittstelle für die Ansteuerung pyrotechnischer Effektgeräte entwickelt. Das universelle Bediengerät besteht aus einem Aluminiumgehäuse und beinhaltet ein 19 Zoll Touchscreen-Display. Um das Display sind verschiedene beleuchtete Taster und Schalter angeordnet, wie zum Beispiel auch ein Notausschalter. Ein Industrie-PC und weitere Elektronikmodule sind das Herzstück des Pyrotechnik-Bedienpuls. Neben dem Bediengerät wurde ebenfalls eine universelle Hardware-Schnittstelle für die Anbindung der pyrotechnischen Effekte an ein Bussystem entwickelt. Diese ermöglicht eine Reduktion des Verkabelungsaufwands und eine einheitliche Ansteuerung verschiedener Effekte. Zur Demonstration des Gesamtsystems wurde eine Modellbühne erstellt, auf der eine automatisierte IAS-Show aufgeführt werden kann. Farbige LED-Lampen, ein Wasserfall, ein Mini-Beamer, Nebelsäulen und weitere Effekte demonstrieren eine Pyrotechnik-Show im Kleinen. Alle eingesetzten Effekte sowie die Audio- und Videoelemente werden vom universellen Bediengerät in Echtzeit gesteuert. Dies kann manuell über Taster erfolgen, über eine Klaviertastatur, halbautomatisch oder auch vollautomatisch auf Musik synchronisiert. Das moderne, am IAS entwickelte Bediengerät ermöglicht so einen sicheren und reibungslosen Ablauf der Show.